Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Ja, willkommen zurück hier bei Teil 2 in Rapture und mit Bioshock in unserem Let's Play. Und wir haben uns in der ersten Folge, ja, mit dem Anfangsteil beschäftigt, haben unser erstes Plasmid, haben unsere erste Waffe und sind angekommen nach dem Flugzeugabsturz. Und jetzt sind wir hier in dieser Halle, die ziemlich machtig ist, wenn man mal so guckt. Und ja, wie wir schon gesagt haben, alles durchstöbern, alles angucken. Hier brennt der Hut, so ungefähr. Hallo? Was ist denn das jetzt? Uncool. Ich glaube, wir sollten mal diesen Aufzug hier nehmen. Hier läuft gerade irgendwie alles voll. Mit Wasser. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Natürlich, das machen wir doch gern. Okay, bevor wir darüber gehen, gucken wir erstmal, was hier so ist. Verbandskasten. Bild. The Great Chain is guided by your... Ach nee, the Great Chain is guided by your hand. Okay. So, meine Gute. Komm mal her, ja. Ritze! Und eine über den Kopf. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen, finde ich gut. Und dann liegt da eine Pistole. Mülleimer ist leer. Hier haben wir auch nichts. Nur so eine komische Maske. Okay. So. Mal schauen, ob hier irgendwas los ist. Kashmir Restaurant. Oh, hier oben waren wir doch. Nee. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Ritzel! Schnitzel! Alter, die hält ja mehr aus. Leadhead Splicer, okay. Verbandskasten. Aha. Na, hier wurde auch schon lange nicht mehr geputzt. Ziemlich eklig. Oh, Dollar, Pistolenmunition. Money, 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 das ist doch mal gut. Hier leuchtet es irgendwie. Warum leuchtet es hier? Hallo? Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpasst ihn einfach dem Elektroboss. Haha! Habt ihr euch so gedacht, ihr Nasen? Okay. So, hier funkelt was. Erstmal nehmen wir die E-Spritze auf und das Geld. Und da gibt es jetzt hier Audiotagebücher und die hören wir uns natürlich alle schön an. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt in Hephaistos Pest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink.
Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Okay. Gute Frage. Nächste Frage. Was passiert hier? Das wissen wir selber auch nicht. Und dementsprechend heißt es erstmal weitersuchen. Das ist mein Alter Verwalter. Du hast mich ein bisschen erschrocken, Süße. Oh. Ist mal das? Hallo? Money! Money ist super. Warte, F, Heilung. Genau. Voll geheilt geht's natürlich besser. Oh, was ist denn jetzt los? Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Oh, das weiß ich nicht. Strudel! Juhu! So, Leiche untersuchen. Nix. So, hier gibt's das nächste Tonband. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken, als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Okay. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Oh. Na, was bist du denn für eine? Dich haben wir doch vorhin schon mal gesehen. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hast du denn für eine Stimme? Gott. Creepy, 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 creepy. Oh. Na, was bist du denn für einer? Du bist ziemlich hässlich. Hallo. Ah. Au. Okay. Verdammt. Eieiei, jetzt wird's aber gleich hier ziemlich... Hui! Bäm! Oh, oh, dann geh ich mal lieber weg. Holla! Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Okay. Warum auch nicht, ne? So, Munition ist immer gut. Bomb. Schloss. Weg. Jetzt gucken wir den hier mal noch an. Gleich untersuchen. Nochmal Munition. Munition ist immer gut. Munition ist immer gut. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Nein. So. Hier haben wir noch 2 Leichen. Ne, nur 1 Leiche. Oder? War noch eine? Nein. Okay. So, hier haben wir die Vita Chambers. Die Vita Chambers sind im Endeffekt die... Ja... Speicherpunkte in diesem Spiel. Ja, das heißt, sollten wir mal sterben, was ich nicht hoffe, dann kommen wir genau an so einer wieder raus. Oh, oh. Fritzel! Fritzel! Oh Gott. Ja. So, einmal schnell die Spritze nachjagen. Fritzel! Und... Peng! Also irgendwie halten die Frauen hier in dem Spiel mehr aus. Kann das sein? Irgendwie schon.
Oh, Splicer im Wasser. Und was haben die gemacht? Die haben wohl einen Big Daddy umgehauen. Britzel! Das hast du jetzt nicht so gedacht, meine Liebe. Zack. Boah, das ist so herrlich. So, da ist eine Eve-Spritze. Was hat das denn eigentlich mit diesen Löchern auf sich? Überall sind diese Löcher. Oh, das ist so geil, wenn man hier reingeht. Verschwimmt einfach alles. Wie cool ist das denn? Das ist wahnsinnig cool. So. Neptune's Bounty, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da gehen wir jetzt auch hin. Sicherheitsalarm hallo? Ausgelöst. Na toll. Flammenscheiße. Cool. Oh, was ist hier los? Ha! Witzel! Aha. Oh, jetzt kommt wohl mal ein bisschen Action hier auf. Oh, da oben hat's ja... Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen ja noch mehr. Ah! Komm, hüpf runter. Britzel! Das ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat nämlich schon abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Hallo? Was macht ihr hier? Wieso werde ich hier nach hinten geschleudert? Ich möchte jetzt hier noch einsammeln. Das hat sich gelohnt ein bisschen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass hier... dass wir hier gerade nicht weiterkommen. Ah, Toilette. Toilette ist gut. Können wir uns noch ein bisschen putzen. Einmal schauen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sehr schön. So, Medical... Wo sollen wir hin? Medical Pavilion. Okay. Na, mal gucken. Vielleicht finden wir hier einen Weg, wie es weitergeht. Man weiß es nicht. Okay. Hallo, ich will da rein. Oh Gott! Was passiert? Oh, irgendwas flimmert hier. Ziemlich uncool. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB? CIA? Ja, genau. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder das Vidanje. Was immer dir lieber ist. Schnauze halten ist mir lieber. Hallo? Also ich meine, mit dreien werde ich auch klarkommen. Oh, oh. Schnell rein. Okay. Oha. Na gut. Da haben wir also jetzt den guten alten Andrew Ryan getroffen, beziehungsweise nur gesehen. Auf Bild sozusagen, auf Band. Ja, scheint so. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist gefährlich. Bist du nicht sicher? Atlas bei den Händen überall. Augenblick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew. Sicherheitsbot untersuchen? Nix. Hacken. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Ziele an. Hacken. Platten aufdecken, finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Nimm Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Leite die metallische Flüssigkeit zum Umgangsrohr. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal. So, alles einmal fix aufklickern. Da unten ist der Ausgang. Okay, so. Wir müssen darüber, darunter.
da rüber und da runter. Fertig! Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Oh, hier kichert irgendwas. Hallo? Und knallt erstmal schön gegen die Decke. So, hier gibt es ein bisschen was einzukassieren. Eine Handtasche und ein neues Tagebuch. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Okay. Wenn das Narbengewebe weg ist, ihr habt's gehört. Alles klar. Ja, mit dieser wunderschönen Information, die wir gerade bekommen haben und unserem neuen Begleiterchen hier, werden wir diesen Teil erstmal beenden. Sehen uns dann im nächsten Teil wieder und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.